Tag 3 unserer Weltreise. Es beginnt mit einem kleinen Schock. Wir hatten einen Late-Check-Out im Hilton gebucht, dachten wir. Um 12 Uhr setzte man uns unsanft vor die Tür. Das Hotel ist überbucht. Danke für nichts, Hilton. Aber hey, wir sind nun im Qatar Airways Business Class Terminal und wo könnte man besser auf den Flug warten als hier? Mit mehr als 5 Stunden bis zum Abflug gibt's keinen Grund zur Eile. Der Champagner fließt und wir schlemmen uns durch Sushi und unwiderstehliche Desserts. Zum Glück gibt es bei Qatar Airways einige Business Class Lounges, sodass keine Langeweile aufkommt. Ein kleiner Spaziergang durch die Orchard, ein grüner Traum, der an Lost Jewel in Singapur erinnert. Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, in der Q-Suite zu fliegen. Das hat sogar einen Umbuchungsversuch um einen Tag nach vorne nötig gemacht, denn bei Qatar gibt es öfter mal einen Aircraft Change. Ich kann es daher kaum glauben, als die 777 mit der Q-Suite tatsächlich am Gate steht. Ich mache Luftsprünge vor Freude und dann heißt es Platz 8K. Das erste Mal gegen die Flugrichtung. Was für ein Gefühl und was für ein Ausblick. Da es ein Nachtflug ist, gönne ich mir ein paar Stunden Schlaf, während Chris einen Film anschaut. Und kurz vor der Landung gibt es noch ein leckeres Frühstück. Kuala Lumpur, wir kommen. Und dank Early Check-In heißt es erstmal Jetlag auskurieren. Mehr von Kuala Lumpur dann an Tag 4. Bleibt dran!